Hallo! Herzlich willkommen zum Geschwätzblitz. Kleine Pause hatten wir, waren auf Turnieren unterwegs und jetzt freuen wir uns richtig drauf, mit euch mal wieder zu spielen. Und können es kaum erwarten, deswegen starten wir heute auch eineinhalb Stunden früher als sonst. Ja, wir nicht länger abwarten. Ja. Hat den Grund, dass ja heute wieder der Singfield Cup um 20 Uhr läuft. Und dann habt ihr das volle Schachprogramm heute Abend. Ja, da müsst ihr nicht auswählen, entweder Lubbes oder Magnus und Co. Das geht alles. Genau. Ja, starten wir, oder? Möchtest du anfangen? Ja. Okay. Dann. Jetzt geht der Shortcut hier nicht. Was ist denn hier los? Krieg ich der hat sich auch schon an die Pause gewöhnt. Ja. Der ist im Nicht-Arbeitsmodus. So wie wenn man nach dem Urlaub dann erstmal wieder ins Büro kommt und dann erstmal sich an sein Passwort erinnern muss und so. Ja, ich weiß, sowas kennst du nicht. Passwörter sind alle gespeichert. So, geht los gegen Dr. Paradoxon. Der hat schon im Chat geschrieben, er hat überall gepremoved. Da werden wir mal gespannt sein, was er gepremoved hat. Ach, gegen erstens mit Schwarz wohl nix. Ich stelle den Chat noch ein und dann übergebe ich dir die Maus. So, ja, wegen Singfield hat der Carsten recht. Carsten weiß sowieso immer ganz gut Bescheid, ne? Der hat schon ein paar Mal auch im Chat so Sachen sehr richtig geraten, die er eigentlich nicht wissen konnte. Und da hat er auch wieder recht. Ja, bitteschön. Ladies naja, first. Ja, das war ja jetzt auch mit ein bisschen Menschenverstand. Geht das, kann man raus. Zu erschließen. Ist das Brett heute irgendwie so klein oder sind meine Augen schlechter geworden? Die werden immer schlechter mit kann der Zeit. Kann ich das hier größer machen? Nein. Dann passt das hier drüben wieder nicht. Oh Mann. Komm, spiel. Ja. Moment, was mache ich denn da jetzt? Das ist doch sein, dieses Tarasch oder so. Springer F3, irgendwas? Du schläfst hier ein beim Spiel. Was ist das denn? Wenn du mich fragst, ist das irgendein Unfug. Ist mit Läufer B5? Interessant. Kann ich den jetzt schlagen? Na, oder auf C6 sogar zuerst nehmen. Welchen Sinn hat das, dass Läufer D7 nicht? Ja, aber ich droh doch auch Dame. Ja, mach mal. Aber er spielt mir das ein bisschen zu flott. Ja, ja. Das habe ich mir schon gedacht, dass das kommt. So, schlagen und D4 oder so. Da hängt halt der G2, ne? Oder schlagen und Dame H5, aber da ist doch bestimmt ein Trick hinter beim Doktor. Ja, wahrscheinlich am Ende Dame F7. Komm ich auch noch zurück. Das geht ja gut los. Vor allen Dingen, okay, wir können ja mal rechnen. Dame H5, so, G6 schlägt, Dame G2, ist ja mit Schach. Ja, aber Springer F6 eingeschoben, gut, dann hast du aber Dame H3. Oder Springer F4 Schach. Ach nee, ist gedeckt. Dann Dame H3. F4. Dann schlägt F4, deine Dame hängt. Ich glaube, das funktioniert hier nicht. Sonst mach Springer F3. Das sieht ja irgendwie nicht so souverän aus. Das ist ein bisschen passiv vielleicht, aber wir haben die bessere Struktur. Mhm. Und auf... Oh. Oder König F1. Nee. Na, dann nimmt er doch auf C... Ist doch nicht schlimm. Den Bauern opfer ich. Dann mach Springer C3 und opfer den richtig. Na gut, du machst das schon. Du machst das schon. Ich muss ja mal wieder in den Blitzmodus kommen. Das bin ich nicht gewohnt hier. Turm E1. Rüber. Fengmann ist auch neu, glaube ich. Den Namen habe ich sonst auch noch nicht gehört. Herzlich willkommen. Erno der Eisbärster. Und ihr dürft wie immer euch Eröffnungswünsche wünschen. Das klingt ein bisschen komisch, ne? Springer E5. Na, dann gibst du den H-Bauern, ne? Vielleicht H3? Aber Hauptsache schnell gegen den Herrn Doktor. Was für ein Score haben wir eigentlich gegen ihn? 6-1. 6-1 geht eigentlich. Ja, die letzte haben wir verloren. Aber hier stehen wir, glaube ich, ganz gut. Springer E5. Das macht er ja selber. Da so seine Sachen, das wollen wir natürlich nicht. Ist es gefährlich, in die Festung reinzugehen? Nö, bringt nur nicht, vielleicht nicht so viel, wenn er Springer D5 macht, aber Türme verdoppeln.
Es wird vielleicht mal früher oder später G5 kommen. Schach. Oder erst Turm. Oh, jetzt ist doch gleich schon ein bisschen Taktik in der Luft. Wenn er G5 macht, können wir da irgendwas Taktisches einzwirbeln? Schlägt. Nee, ist nicht genug. Müssen wir Läufer H2 machen, ne? Oder Springer G6. Ja, aber achso, dann kommt der nicht mehr raus, ne? Nee. Na, ich glaube eher, dass F4 kommt. Nee, er hat genommen. Jetzt habe ich es gerade wieder weggemacht. Aber hier stehen wir doch ganz angenehm, würde ich sagen. Ja, muss man jetzt nur noch hier umsetzen. Oh, jetzt gehst du direkt auf Bauernfang, das hat sich was. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu riskant ist, aber... Vielleicht, ne? Na gut, gucken wir mal. Aber wie soll das wie wär's mit Springer A4? Naja, kannst du halt nicht nehmen. Läufer E5 wieder, oder? Ja. Du könntest gleich mal versuchen, sowas wie Springer A4. Ja, mach mal. Und dann sowas wie Läufer D4 und Springer C5. Jetzt das hat er gesehen. Dann gehe ich wieder zurück. Und habe ich eine Schwäche provoziert. Genau. Na, das droht halt leider nicht so viel. Aber gleich werde ich hier jetzt irgendwie mal matt. Ist ein bisschen gefährlich, worauf du dich da einlässt. Ne? Er macht jetzt G4 und was willst du dann machen? Ach so, hier hängt auf. Ja. Den musst du ja schon nehmen, ne? Aber das sieht nicht mehr so gut aus. So, was mache ich denn jetzt auf? Ich muss mit dem Turm weg. Vor allen Dingen ist die Zeit das Problem, ne? Ja, das ist ein bisschen so. Kannst halt nur nicht nehmen, ja, ne? Ja, aber wenn ich weggehe... H2, Läufer schlägt D6. Ah, okay. Trotzdem, Springer E4 ranholen. Bisschen. Springer G3, Springer H1, sowas. Da stand ich schon mal besser, habe ich das Gefühl. Ja. Kann ich irgendwie... Springer H1. Jetzt musst du auf Turm H8, Turm G3 machen. Gut, geht ja noch. Na. König F2. Na gut, wenn er das macht, dann macht er das. Schlägt. Ach so. Ah, das sieht nicht gut aus. Tja. Tja, ich glaube, das ist vorbei. Schade. Hilft ja alles nix. Läuferspiel wurde sich gewünscht, das schreibe ich mal auf. Aber ich weiß nicht mal, wie das Uruzov-Gambit geht. Da musst du mir das nochmal sagen, bitte, im Chat. Ach, das war ja ein doofer Start heute. Ja, vor allem, ich glaube, hier so um Springer C3 ist es ein bisschen gekippt. Weil sein Angriff kommt halt zu schnell. Ja, ich habe das irgendwie so komplett ignoriert und nur so auf meine Pläne geguckt. Ja, das war vielleicht G7 hat Zeit gekostet. Und dann vielleicht mal D4 spielen hier irgendwie. Oder C4 zuerst. C4, D4 oder C4, B4, C5 durchschieben irgendwie. Tja, aber so, das war... A3 war aber auch noch... Nicht so. Ja, weißt du, was die Idee dahinter war? Springer schlägt A7 vielleicht mal. Das na gut, das Problem ist ja, er kommt nicht mehr raus. Und nicht, dass der A-Bauer hängt. Er macht ja C6 und dann...
Ja, ich dachte, verloren. Das geht vielleicht irgendwann nicht mehr, wenn man... Okay. Na gut, okay. Jetzt machen wir aber weiter und die Taste geht immer noch nicht. Gehen wir manuell zum Zufallsgenerator und ich spiele jetzt mal gegen die 1 von unten. Und das ist Erno der Eisbär. Ach, hier zum ersten Mal da, oder war das Erno? Naja, auf jeden Fall haben wir, glaube ich, noch nicht gegen ihn gespielt. Nee, und ich probiere jetzt mal Läuferspiel. Die ist Uruzov Gambit, ich habe das schon mal gehört. Ich glaube, das war irgendwie was mit D4 dann zu einem. Das wird aber schmerzhaft, wenn du das probierst und ich daneben sitzen muss. Ja, ja. Du kannst ja in Italienisch übergehen. Ah, jetzt kann ich das leider nicht spielen, weil er nicht Springer F6 gemacht hat. Ach so. Was wolltest du eigentlich spielen? Auf Springer F6, D4. Ach ja, das hatte ich sogar schon mal in einer Turnierpartie. Mit Weiß? Ja, und Schwarz. Einmal mit Schwarz und habe in unter 20 Zügen gegen Sarah verloren. Da kann ich mich noch sehr schmerzhaft dran erinnern. Das war mal in der Bundesliga. Und danach habe ich das mal selber ausprobiert mit Weiß und war natürlich nicht so erfolgreich, wie das halt immer dann ist, ne? Kannst du mir noch sagen, wie das hier ging? Was macht man denn jetzt im Läuferspiel? Ach so, warte, das hatte ich doch jetzt gerade erst. Ich meine, hier Springer A4 oder Springer F3? Nee, hier macht man Springer F3. Okay. Und wenn Springer G4 kommt, kannst du entweder Dame E2, na gut. Jetzt mach ich jetzt, den, ne? Ich glaube schon, ja. Okay. Ja, das hatte ich doch gerade erst. Okay, jetzt würde ich den... Ja, knüppel mal. Knüppel mal, okay. So, und dann kannst du kurz rochieren und stehst doch eigentlich ganz passabel. Ja, passt. So, da werde ich immer direkt den befragen, ne? Du hättest auch C3 machen können oder so, ne? Naja, aber jetzt habe ich ihn sofort. Na, hier kann man immer noch nach F2 zurück, das ist auch so ganz na, typisch. Gut. Was mit B4, mit B5? Kann er machen. Müsste mit dem C-Bauern wieder nehmen, ne? Glaube ich nicht so optimal gelaufen. Naja. Können ja nicht alles haben, ne? Aber wir stehen hier stark auf der F-Linie. Vielleicht können wir da auch irgendwie Profit rausschlagen. Ja, aber man merkt, du musst erst wieder reinkommen. Ich auch, aber... Woran merkst du das? Du hast ein bisschen langsamer gespielt als sonst. Und ich du warst nicht mehr ganz so selbstbewusst wie sonst. Jetzt knüppelst du mal drauf. Zack, zack, zack. Okay. Nehmen, Läufer G5 sieht gut aus. C3 sieht auch gut aus. A3 sieht auch gut aus. Sieht alles gut aus. A3. Ja, den Läufer safen. Für immer und ewig. Und ich habe auch eine kleine Falle vorbereitet. Aha. Verrätst du uns oder erst im Nachhinein? Ich weiß noch gar nicht, ob sie gefallen geht. Ist. Aber die Idee ist, ja, jetzt hat er, jetzt geht's leider nicht. Okay, verrätst du es uns noch? Achso, ja, ich wollte dann mal hier nehmen, Läufer G5 spielen und wenn er den Turm gezogen hätte, dann wäre der F7 ein bisschen schwach gewesen. Das wäre eine grandiose Falle. Die hast du mit A3 vorbereitet. Ja, ja, weil er muss sich auch fragen, was ist mein nächster Zug, was ziehe ich, was möchte ich machen. Naja, sowas halt, was man sich so fragt während einer Schachpartie, ne? Naja, aber das Läuferpaar ist immer noch ganz gut dabei. Die Frage ist nur, wie geht's weiter? Irgendwie würde ich gerne versuchen, den Druck... Achso, ja, okay, jetzt kann ich natürlich hier den Druck verstärken. Oh, und jetzt kann deine Falle sogar zuschnappen. Wenn der Läufer da nicht irgendwie verloren geht. Aber ja, wahrscheinlich kann sie zuschnappen. Oh, aber weißt du, was sogar gut aussieht, aber es geht leider nicht. Damit schlägt er sie. Ja, damit könnten wir noch... Aber der sieht auch gut aus. Was hältst du von dem? Der Springer hat nicht mehr so viele gute Rückzugsfelder. Gar keins. Ja. Matt. Ich mag Matt. Ah Gott, jetzt hätte ich fast noch irgendeinen Unfug gemacht. Also für alle, die es nicht gesehen haben, Melanie hat mir gerade die Maus geklaut und ich hätte fast Dame F3 gespielt, deswegen.
Das war ganz schön knapp, Madame. Aber du hast guten Matt gesetzt. Ja. Okay, schön. So, wir haben eine Frage zu der Partie. Warum man so früh Springer Schlägt B6 spielt? Ich glaube, normalerweise kann man das auch aushalten. Ja, man kann auch warten. A3 wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ich wollte nur rochieren. Und dafür muss der Läufer weg. Und man könnte so Dame E2 oder so, so nützliche Züge... Ja, kann man, so nützlich aber, ist der nicht. Ja, genau. Läufer G4, Springer D4. Das ist eher in der Variante, wenn der Bauer auf F2 steht. Genau. So, da haben wir doch jetzt mal Läuferspiel für euch gemacht. Weitere Wünsche könnt ihr gerne äußern. Ich gehe mal ganz kurz hier in die Einstellung. Machst du hier die Tastenkürzel noch? Das stört dich jetzt, ne? Ja, ja, das muss immer alles passen. So, zack. Dann kann ich mich ja schon mal mental auf meine nächste Partie vorbereiten. Ja, tu das. Ja, was war denn bei euch so los die letzten Wochen? Wer von euch hat ein Turnier gespielt? Erzählt doch gerne mal davon und wie ist es gelaufen? Während ich, Melanie, hier die 7 raus. Haben wir vielleicht sogar jemanden von euch gesehen in Dresden? Ich habe jemanden getroffen, ja, tatsächlich. Du darfst. Weißt du auch noch wen? Ja, Jürgen, aber ich weiß nicht, wie er hier heißt. Ach so. Ich habe ja noch freie Wahl, ne? Du hast freie Wahl. Haben wir jetzt schon zum dritten Mal weiß, das ist ja ungewöhnlich. Oh, ich kann nochmal auf das Spiel. Na, wenn du dir das so wünschst. Hä? Ja, du darfst war alles machen. War dieses Urosov-Gambit nicht auch damit? Ja. Ja, ja, siehst du? Ja, ja. Freue ich mich doch. Da habt ihr, Melanie, echt eine Freude gemacht, ja, mit diesem Wunsch. So einfach bin ich zu beglücken. Ja. So, und siehst du hier schon großes Nachdenken. So, was muss ich jetzt machen? D4. Ach, jetzt schon? Ja. Oh, jetzt bin ich doch nicht mehr so glücklich. Wie geht's denn weiter? Hat da irgendjemand eine Ahnung von? Ja, klar. Aufschlagen E5 oder was? Mhm. Achso, und dann muss, glaube ich, irgendwie... D5 kommen. D5. Und dann steht man nicht so gut. Ach so, na, das ist ja beruhigend zu wissen. Ja, ja. So ist das halt. Nee, ich weiß auch nicht, ob E5 kommt, aber das wäre jetzt so mein logischer Tipp. Jetzt? Läufer weg? Ja, Läufer B3 vielleicht. Wow. Ja, ne? Sehr beeindruckend. Und schon steht man sehr gut. Hat man es geschafft, mit Weiß nach 5 Zügen wahrscheinlich minus plus zu stehen. Springer nach F3 wäre es gewesen. Ach so, aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr, mache ich trotzdem, weil sonst... Oder Dame... D5. Na dann Läufer C5. Damit D5? Hä, hier hängt ja alles. Ja, gut. Mit Turm, der kann ja auch nicht weg. Na gut. Na gut, okay, ich sehe es ja ein. Also ich meine, das ist jetzt auch keine Traumstellung hier, aber... Ja. Ich habe noch Hoffnungen. Okay. So. Und ich bin jetzt wieder voll im Fighting-Modus. Ja, ein Bauern geopfert, da fängt die Partie richtig an. Mal gucken. Ja, und Sinkfield Cup ging ja auch gestern gut los. Ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich, viele von euch haben es gesehen. Dieses moderne Schach mit frühem H4 greift wieder um sich. MWL direkt. Schlägt, schlägt, schlägt. Oder C3 schlägt Rochade. Egal, in jedem Fall C3. Ja, und dann würde ich ja eigentlich schon erwarten, dass du rochierst. Aber was spricht denn gegenschlagen? Nix, nur dass du vielleicht noch ein Tempo mehr hast, weil du einen absolut furiosen Angriff spielst. Aber schlagen ist wahrscheinlich ja, besser. Ja, ich kann ja dann auch C4 noch spielen. Man muss ja nicht alles, muss ja nicht jeden Trend mitmachen. Ja, wenn schon, denn schon. Naja, auf jeden Fall dieses frühe H4. Ich find's lustig. Tatsächlich hatte ich selber mal eine Partie mit Schwarz, da habe ich ganz ähnlich gespielt. Wie MWL gegen Magnus. Spannend, spannend. Na, der springt ja nach vorne. Gut. Ich war mir noch nicht ganz sicher, weil Tom D1 oder so sah auch interessant aus. Ja, aber könntest du schon mal pre-moven? Was denn? Na, was passiert, wenn er schlägt? Ach so. Damit habe ich so gar nicht gerechnet irgendwie. Aber das ist vielleicht der Logische. Was kommt denn dann auf Dame D4? Na, dann vielleicht besser Läufer C2, hä?
wenn du diese Frage nicht beantworten kannst. Ja, besser ist das. So, jetzt habe ich doch noch was geopfert. Läufer A3, Springer A3, schlagen. Ah ne, das geht jetzt gerade nicht. Dame H5. Was ist mit Dame schlägt B7? Auch verführerisch. Ach so, der Dame F5 gewinnt er nicht einfach. Oh ja. Erstmal ein bisschen Taktik. Und hallo an Jona und Galaktik. Gerne noch ein paar Eröffnungswünsche, wenn ihr unbedingt mal sehen wollt, wie wir irgendeine Eröffnung, die ihr vielleicht spielt, ja, misshandelt, dann kann man das. Soll ich dir jetzt auch die Maus wegnehmen eigentlich? Nein. Oh, schon wieder matt. Du tust das jetzt in deinem Leben noch nicht. Nein, das kommt total selten vor. Da darf man sich ja wohl mal noch freuen. Ja, also hier seht ihr, oder habt ihr gesehen, mit E5 eine tolle Neuerung für das Rusov-Gambit. Und dann gebe ich dir mal Zettel und Stift und du kannst die Eröffnungswünsche notieren. Oh ja, beschleunigten Drachen. Dann bist du jetzt meine Sekretärin. Bitte? Okay, gegen die 6 von... Herr Lupe, kann ich Ihnen noch einen Kaffee bringen? Gerade nicht, danke. aber du kannst mir verraten, was ich gegen B4 machen soll. Das. Das sind immer die Besten, die nach dem Rat fragen und dann, bevor man die Chance hat, einen zu geben, schon was anderes machen oder noch besser, sich kurz anhören, was man zu sagen hat und sich dann fürs Gegenteil entscheiden. Ich hatte nicht die Zeit. Ich muss hier direkt, irgendwas... Einfach im Zweifel macht man ganz normale Züge. Ja, dann frag ja aber halt auch nicht, wenn du schon weißt, dass du keine Zeit hast. Okay, das wäre mein Zeit. Ratschlag von deiner Sekretärin an dieser Stelle. Kann man so machen. Ja, aber ich glaube, er hat mit seinem ersten B4 hat er hier gesund einen kleinen Vorteil rausgeholt. Kann man mal machen. Ja, ich meine, wenn du keine deiner Figuren über die 6. Reihe hinaus ziehst, wäre es auch schwierig, da keinen Vorteil rauszuholen. Der ist natürlich auch schnell mal weg, ne? Was meinst du, soll ich es wagen? Also jetzt habe ich schon wieder nicht abgewartet, bis du geantwortet hast. Tut mir leid. Kann ich mal so dezent in die Augen verrollen, dass es jeder sieht, bitte? Okay. Okay, wir haben hier ein System. Ich weiß noch nicht, was das ist. Oh, das wusste ich mal. Aber im Moment kommt mir dann nur der Schauspieler in den Sinn. Und das hilft, glaube ich, niemandem. Nee. Aber vielen Dank für diesen wertvollen Redebeitrag. Gern geschehen. E4, B6. Ihr wollt uns leiden sehen. So Karl Sinesk wie gegen Pavel Eyanov werden wir das sicherlich nicht spielen können, aber wir können das machen, oder? E4, B6? Ich finde, das spricht ganz schön für jemanden, wenn man trotz eines so langen Namens noch persönlich begrüßt wird. Ja, das stimmt. So, was hattest du mich gerade gefragt, aber ich weiß gar nicht, ob ich mir diese Kapazitäten noch freischaufel, um dir zu antworten. Ich habe gesagt, wir werden das ohne System, diese E4, B6, nicht so Karl Sinesk spielen können, wie es eben also dieser Tag... E4, B6 ist das? Ja, denk schon, oder? War das? Ja, das war, glaube ich, darauf. So. Ja, ja, ja. Okay, wir können ja trotzdem mal hier ein bisschen... Willst du nochmal matt setzen? Ja, ich weiß nur nicht, ob ich das in dieser Partie noch machen möchte. Irgendwann, gerne. Aber hier... Weiß ich nicht. Also, was ist dein Traumausgang hier von dieser Partie? Warte, zeige ich dir. Ich habe einen taktischen Schlag vorbereitet, der nicht funktioniert. Schade. Ja. Hast du wieder einen Trick in petto, ja? Ich wollte eigentlich Dame D5, Dame B5 spielen, aber das funktioniert so leider nicht. Mist, muss ich den hergeben. Schade drum. Na gut. Mhm. Oh Gott, da hast du ja was zu schreiben. Damen.
C4, E6. Springer C3, Springer F6 und schlägt D5. Ach so, mit Weiß. Ja, der Marc spielt ja eine ziemlich gute Partie, muss ich sagen. Vielleicht habe ich es ihm auch etwas zu leicht gemacht. Aber da war jetzt erstmal nicht viel rauszuholen. Na gut, jetzt das Endspiel ist vielleicht ein Ticken besser für uns. Wie es aus meiner Sicht bei meinem letzten Turnier lief. Ja, eigentlich ganz gut. Letzte Runde ein bisschen auf die Mütze bekommen, das war ärgerlich, weil das einfach ein Vorbereitungsdebakel war, was das Ganze natürlich noch ein bisschen ärgerlicher macht, umso mehr, weil es den Turniersieg gekostet hat. Aber ja, insgesamt bin ich trotzdem zufrieden. Ja. Achso, wie man eine PGN bei Chessbase kreiert, ist eigentlich recht einfach. Man macht einfach Rechtsklick, neue Datenbank erstellen und dann kann man unten, ich weiß jetzt nicht, ob ich das professionell erklären kann, aber wenn man die Datenbank erstellt, kann man unten in diesem Feld, wo eigentlich automatisch immer CBH steht, kann man auch stattdessen PGN auswählen. Ne? So ist das doch. Also ist keine große Kunst. Eigentlich. Ja, ich habe gerade eine Figur gewonnen durch eine schöne Taktik. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich weiß, du meinst das so, auch wenn sich das überhaupt nicht so anhörte. So, jetzt hängt der Turm. Naja. Was machst du da? Vor was hast du Angst? Ich habe vor gar nichts Angst. Ja, wieso? Ich will das nur optimal spielen. Ach so. Also Französisch kann man ja mit Schwarz spielen und wenn aber mit Weiß. Würdest du das gerne aus weißer oder aus schwarzer Sicht sehen? Aber ich schreibe einfach mal Französisch auf. Ja. Also je nachdem, willst du sehen, wie wir die Theorie mit Weiß missachten oder mit Schwarz? Obwohl, Weiß, warte mal, nee, Winner, das ist ja nach Läufer, achso, mit Läufer B4, dann ist es ja doch, also Weiß muss mit Springer C3 spielen, aber dann hat Schwarz in der Hand, ob er mit Springer F6 oder mit Läufer B4 spielt. Also wahrscheinlich meinst du aus schwarzer Sicht. Spielst du ja immer noch. Ja, das dauert seine Zeit, so einen Vorteil zu verwerten. Nichts ist schwieriger, als eine Gewinnstellung zu gewinnen, das weißt du doch. Es dauert seine Zeit. Aber ich bereite mich so langsam für den Durchbruch vor. Ja, aus schwarzer Sicht wollen wir die Theorie missachten, Alter. Kriegen wir hin. Gut. Achso, das ist Springer C3, Läufer B4. Was ich gerade sagte und du gesagt hast, ja. Völlig konzentriert hier. Ich hol gleich wieder die Wasserwaage raus. Ja, nee, aber das ist das Auto. Das ist das Problem, wenn man danach dann noch irgendwie was dazu sagt. Ansonsten klappt das ganz gut mit dem automatischen Zustimmen. Denkst du? Ja. Ja. Ja, danke für die Partie, Marc. Du hast ziemlich gut gespielt. Irgendwo Faden verloren, ich würde sagen hier um Läufer E5. Ich hatte deutlich mehr Sorge vor sowas wie Springer E5. Das dachte ich könnte gefährlich sein, aber ob ich jetzt mit der Dame nehmen will, ich glaube nicht. Zur Not kommt dann Springer, schlägt F7 und der Abzug auf F6. Ich glaube, da steht Weiß besser. So, dann spielst du jetzt gegen die 8. Aber ganz 8 Leute sind es gerade nicht. Dann zack, zack, zack. Hat wahrscheinlich keiner damit gerechnet, dass wir schon früher starten. Entgegen heute. Der normalen Uhrzeit, ja. Und später sind dann alle da. Und der Stammtisch und kommt dann erst um 20 Uhr zusammen, ne? Ja, dann gib mir doch den Zettel und ich erzähl dir, was du machen kannst. Schon wieder Weiß, das Reti. Ist ja krass hier. Reti, was ist das nochmal?
Springer F3 im ersten. Okay, und dann ist egal, wie ich weitermache? So ziemlich, ja. Kannst du machen, wie du willst. Achso, jetzt. Also ich weiß nicht, ob wir da jetzt Ulti abhaken können. Doch, bitte. Ja, Favoriten bei Singfield. Also ist halt auf jeden Fall spannend, dass Carlsen und Caruana jetzt nochmal vor der WM gegeneinander antreten. Das wird spannend, aber Mamed Yarov ist im Moment auch schon in den letzten Turnieren, der ist einfach eine Granate gerade, ne? Denkst du das auch jedes Mal, wenn du ihn spielen siehst? Ob er eine Granate ist? Ja. Ja, ist schon beeindruckend, aber ich finde, Mamed Yarov war jetzt zum Beispiel auch eine Granate. Oder hast du Mamed Yarov? Ich dachte Caruana, entschuldigung. Ja, ja. Ihr bekommt heute einen intensiven Einblick ins Eheleben. Ja, das ist der Trick. So läuft's. Oh Mann, ich dachte ernsthaft, du hast doch erzählt, dass du es spannend findest, dass Carlsen und Caruana jetzt nochmal aufeinandertreffen vorher. Mhm. Und dann habe ich kurz Rauschen gehört und dann Rauschen. Hast du gesagt, ist auch eine Granate in letzter Zeit. Und dann dachte ich automatisch, du meinst Caruana. So dann hast meine du Rauschen gehört. Da war so ein kurzes... Sollen wir dir mal einen Termin machen beim Ohrenarzt oder wenn du Rauschen hörst? Mann... Naja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr stark drauf gerade. Der kam ja wie aus der Pistole geschossen, ne? Ja. C3. Was wollte ich dazu noch sagen? Ich wollte sagen, man darf aber nicht vergessen, natürlich ist auch Carlsen immer ein Favorit, aber Carlsen und Caruana, die sind kurz vorm WM-Kampf, die werden sich eröffnungsmäßig zurückhalten. Die haben wahrscheinlich so viel Neuerung in petto. Und die anderen, Mamed Yarov und Co., die knallen das jetzt raus, ne? Ja. Und die beiden werden sich das schön fürs wichtige Turnier, für ihren Wettkampf aufsparen. Deswegen haben sie einen kleinen Eröffnungsnachteil, würde ich mal sagen. Wenn man das so sagen kann. Naja, oder die können jetzt ja auch den ganzen, das alles verwerten, was sie in ihrer monatelangen Vorbereitung herausgearbeitet haben, aber dann als na, dann nicht ist ja würdig verbrannt. Empfunden haben. Hast du mir Achso, was sie als nicht würdig empfunden haben für den WM. Die sind ja trotzdem super offen, aber es ist natürlich schwierig, wenn du dann immer überlegen musst. So. Wie ist mit Nehmen auf E7 und dann Springer G5? Gefällt dir das? Aber ich möchte eigentlich nicht hier nehmen. Dann ist der D6 halt sehr... Aber... Nee. Ich versuch's mal so. Gut. Das ist auch ja immer die Schwierigkeit bei Sekundanten, ne? Dass die auch ihre Sachen... Also, das sind ja dann gar nicht ihre Sachen, sondern die Sachen ihres Meisters. Also, wir lernen, es gibt im Schach Sekundanten und ihre Meister. So ein bisschen wie so ein Dobby oder so von Harry Potter. Der hat auch so einen Meister. Ja. Oder Gollum und Frodo. Hä, als ob Frodo der Meister von Gollum war. Nein. Okay. Gollum war... Nein, andersrum. Der Meister von Gollum war der Ring. Ja, aber den hatte Frodo, also hat er ihn angehimmelt. Ach so. Aber ja, eigentlich auch nicht. Der wollte ihn ja klauen. So, wenn du jetzt nichts machst, dann macht der Läufer F8 und steht, glaube ich, besser. Soll ich jetzt rausschlagen? Na, ich hätte es früher gemacht, ja. Würdet ihr als Sekundanten arbeiten? Schwierige Frage. Ich glaube, im Moment eher nicht. Ich glaube auch nicht. Noch haben wir selber Ambitionen. Nee, das ist ein bisschen gemein, weil die Sekundanten natürlich auch alles sehr, sehr, sehr gute Spieler sind und auch selber ja meistens erweiterte Weltklasse sind. Ne? Mhm. Aber es ist ja so, dass man sich dann auf sein eigenes Schach halt weniger konzentrieren kann. Springer G5. Ich hab dir ja schon mal, da sekundiere ich dir ja immer. Ach ja, sag wir haben ja hier auch unsere Titel-Challenge, ne? Schatzi, und wenn du die dann verloren hast, musst du mir ja sekundieren, das ist ja der Einsatz. Sam war der Sekundant von Frodo. Hat er ihn auch Meister genannt? Ja, doch, stimmt. Meister Frodo hat er immer gesagt. Ah, okay. Glaube ich.
Also ja, ihr seht, ihr sind Kenner am Werk. Ja, absolute Kenner. Ja, ja. So. Naja, auf jeden Fall Sekundant und Meister ist ein schwieriges Verhältnis, wenn der Sekundant selber aktiv spielt. Und wenn man eine wenn man halt dann eine super Neuerung herausgefunden hat, hat selber gerade eine Partie, im Zweifel dürfen die Sekundanten das dann natürlich nicht spielen vor ihrem Meister. Ja, also ich glaube, das wäre schon mal super. Also erstens, also wir würden ja nicht in Frage kommen, weil wir jetzt nicht so die Eröffnungsexperten sind, wie du ihr vielleicht schon gemerkt habt. Oh. Aber. Läufer bringt nichts. Ich muss kurz nachdenken, dann rede ich weiter. Oh, aber hier drohen ja auch Geschichten. Was mache ich jetzt? Das sieht alles so verlockend aus. Also hat er nicht. Er hat ihn nur Frodo genannt. Nicht Meister Frodo? Doch. Doch. Na, sonst mach erstmal C4, dann schaukelst du das. Nein, aber ich will doch hier die Diagonale ausnutzen. Schlagen auf F3. Ach nein, dann. Oh. Taktik, sagt Dr. Paradoxon. Ja, ich weiß aber nicht wie. Ich locke erstmal den Springer weg. Oh. Nee. Was? Hab fast was gesehen. Für mich oder für ihn? Für dich. Aber war nur fast. Leider. Nämlich Dame D3, G6, Springer E6, Dame E6, Läufer C4 jetzt. Kannst du auch immer noch machen. Ist also was da? Mäßig hammermäßig, aber. Ja, Dame D3. Mäßig hammermäßig. Er hat halt noch Läufer F5. Also. Aber dann stehst du, glaube ich, auch ganz gut. Nach Dame D5. Ja, passt. Oh oh. Und vielleicht stehst du dann sogar schon richtig gut. Herr Sam war doch sein Gärtner, oder nicht? Hau ich jetzt alles durcheinander. Das war doch auch ganz am Anfang, dass er dann das gehört hat durchs Fenster, oder nicht? Als er im Garten gearbeitet hat. Aber was hältst du von Läufer C4 im nächsten? Ganz famos. Ja, Hammer, ne? Ja, ja, Taktik, Taktik, Taktik. Wenn er jetzt damit C8 macht. Dann geht's rund. Können wir wieder matt setzen. Ja. Aber ich glaube, das ist unwahrscheinlich. Oh, aber so kann man... doch. Ja, doch, ja, doch. Gut. Musst du noch einmal kurz... Läufer F7, aber die Taktik geht auf. Schlägt, schlägt. Dann habe ich erstmal eine Qualität mehr. Kommt mein Springer noch raus? Oh, du hast keine Qualität mehr. Schlägt, so, schlägt. Läufer C4, hängt dein F1. Ach oh, und der hat kein Feld mehr. Na gut, du kannst Turm D6 machen, aber dann... Doch, das geht. Mach mal. Hm? Schlägt. Vertraue dir jetzt blind. Aber schnell vertrauen, damit wir auf Zeit gewinnen, falls es nicht geht. Ja. Schlägt. Turm D6. König F1, Pre-Move. Ach so, ja, dann das ist ja okay. Und jetzt halte ich fest, die große Taktik kommt. Schluss. Springer schlägt E5. Ah ja, das habe ich auch gerade noch. Gut, dass ich heute 4 Stunden Taktiktraining gemacht habe, sonst hätte ich das nicht gesehen. Angeber. Achso, oh, das war irgendwie sinnlos. Jetzt mein Springer weg. Weg? Was? Was ist der denn weg? Ja, mach doch. Okay. Nicht weg, aber eingesperrt. Dafür hast du einen Bauern gewonnen. Darf ich dich bitten, schnell zu spielen? Oh ja, aber ich weiß gerade nicht wie. Oh nee, da stelle ich ein. Jetzt mal Springer C8 sonst. Okay, ich misshandle das gerade ein bisschen, tut mir leid. Bitte schnell. Du, ja. Ich möchte nicht, dass du es auf Zeit verlierst. Schlagen, Pre-Move. Sehr gut, Bauern vor.
Sehr solide. Wie viel Zeit hatte ich noch am Ende? Ich gucke da ja dann immer nicht mehr drauf. Speedy an der Uhr. Sehr schön. Ich habe auch... Oh, du bringst mich da immer zum Zittern, ne? Ja, so sollte es ja auch sein. Weil du so zittrig Spannung. Ziehst. Was? Ja, aber ich... Doch, ich glaube, das kann man sogar sehen, wenn man zuguckt. Weil du machst so... Das bei voll vielen Zügen so ein bisschen... Nicht zack, sondern so... da muss er hin. Aber oh, du hattest, ich glaube, 2 Minuten gegen 30 Sekunden oder ungefähr so. Und jetzt hast du nur noch 9 Sekunden. Also ja, ich habe so echt gezittert. Hallo, das ist perfekte Zeitausnutzung. Ja, ja, das war schon. So, aber irgendwas wollte ich sagen, bevor meine Zeit knapp wurde. Ach, da waren wir beim Thema Gärtner. Aber dazu wollte ich eigentlich nichts mehr sagen. Zum Thema Gärtner. Aber du hast Arimin auch ins Zittern gebracht. Also das ist schon mal etwas. Ja. Okay, gegen die 5. Dann gegen den kleinen Meister. Oh, ich glaube, wir haben auch noch nie gespielt, kleiner Meister. Nein. Na gut, dann machen wir noch mal Reti. Weil ich's gerade... Ja. Aber es geht ja häufig über in irgendwas anderes. Was hast denn du eigentlich mit unserer Elo schon wieder veranstaltet? Nix wieder. War die schon immer so schlecht? Die haben wir letztes Mal so schlecht gemacht. Ich weiß noch, wie wir zelebriert haben, als wir über 2.8 gekommen sind. Das ist eigentlich auch noch nicht so lange her. Aber das ist wie im normalen Leben. Das Gewinnen, das dauert immer ewig. Verlieren geht schnell. Ja, sehr schnell. Jetzt nur nicht Primo, sonst macht der W5, der kleine Schlingel. Ja, hier, wo wir ja beim Thema Meister waren, haben wir jetzt den passenden Gegner dazu. Haha, finde ich auch sehr witzig, was du sagst. Hä? Ich bin gerade busy, hier so Dinge zu berechnen. Ja. Ob das geht oder ob das nicht geht, das ist ein bisschen gefährlich, aber... Oder muss ich als Läufer G2 machen? Ich glaube leider, dass ich das muss. Wieso, was wäre auf Springer E5 gekommen? Läufer E6. So, und jetzt... Jetzt kannst du hier Taktik. Wollte ich das tun. Taktik, vielleicht Läufer D5 muss er machen, oder? Ja. Dann kann er sich wahrscheinlich noch ein bisschen behaupten. Das ist vielleicht auch ein bisschen länger, als ich weiß. Du meinst, das ist dann halt noch eine ganz normale Stellung. Ja, leider. So, geht's jetzt... Bringt Dame D5, B5 was? Mhm. Bringt Dame B5 C6. Was? C6. Springer schlägt C6. BC6. Ach so. Ja, okay. Obwohl, ach nee. Leider doch im Springer. Na gut, dann mache ich hier einen Schach. Oh, hat er gerade geschrieben, der Dr. Paradoxon. Dame A4, sehr starker Zug, sehe ich genauso. Ah, Titel-Challenge. Wir haben im Juni jetzt nochmal einen Beitrag geschrieben zur Titel-Challenge, zum aktuellen Stand, also quasi nach einem Jahr. Dezember 17, da haben wir ein paar Neuerungen. Da musste ich ein bisschen umschauen, wir haben einiges Neues. Naja, einen neuen Beitrag, mein Schatz. Einiges eins Neues. Bitte schön. Ja, also der Stand ist, dass Nico sich unverändert bei 0 Normen und 60 Elo weniger befindet. Aber, naja, aber die Elo ist ja egal für seinen. Ich habe an Erfahrung Titel gewonnen. Genau. Ich habe einige Partien gespielt und ich habe genau analysiert, woran es lag. Also ich weiß jetzt genau, was ich tun muss. Deswegen heute 4 Stunden Taktik. Läuft bei mir. Ja, und ich habe zumindest ein bisschen Elo gewonnen, aber das ist trotzdem natürlich gut. Noch. Du hast ganz schön gut zugeschlagen. Ja, aber das Problem ist, Elo ist ja vergänglich. Es ist halt egal, ob ich jetzt. Jetzt wird philosophisch. Ja, ich hatte ja schon häufiger zu Elo. 2,350 und auch 2,380 schon, aber das zählt, also es bringt halt alles nichts, wenn man nicht über 2,4 kommt. Ne? Naja, aber wenn man näher dran ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du den letzten Sprung schaffst. Ja. Ja.
Aber dann kommt halt wieder das mit den guten und schlechten Turnieren. Und bei guten Turnieren gewinne ich so maximal 30 Elo und bei den schlechten immer minimal 50. Das ist nicht so ein guter Deal. Aber wir sind auf jeden Fall noch dabei und noch motiviert und noch optimistisch. Auf jeden Fall. Läuft bei uns. Auch wenn man halt meinen Erfolg, wie ich näher komme, das spürt man nicht. Man denkt, ich entferne mich, aber das so ist das. Das ist nur der Anlauf, das sage ich zumindest immer. Nee, ich habe das ausgerechnet, in den meisten Turnieren, die ich spiele, brauche ich eine 2430, um optimal in der unteren Hälfte zu sein und früh Großmeister zu kriegen. Deswegen muss ich diesen kleinen Umweg nehmen und erstmal ein bisschen Elo verlieren, damit es dann richtig abgehen kann. Ja. Aber das stimmt schon, wenn wir zusammen Turniere spielen, ist Nico natürlich immer verhältnismäßig sehr weit oben gesetzt und kriegt halt die ersten 5 Runden, wenn er nicht zwischendurch schon mal irgendwo verliert gegen so einen Patzer wie mich, kriegt da halt nicht so gute Gegner und ich krieg dann halt meistens schon in der dritten, vierten Runde halt die guten. Hm. Ja, ist es ungünstig, ein Turnier mit einer Niederlage zu starten? Ja. Also klar, also jetzt nicht nur psychologisch, auch von den Punkten her. Und auch von den Gegnern. Ja, gerade wenn man in der oberen Hälfte ist und dann nicht gewinnt in der ersten Runde, dann dauert das sehr lange, bis man mal einen guten kriegt. Und dann kann das in einem Open schon sein, wenn man nicht optimal startet, dann ist die Chance auf eine Norm schon völlig vorbei, weil man nicht mehr genug Titelträger bekommen kann. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Turniere, also manchmal macht man sich ja auch selber ein bisschen viel Druck, ne? Wenn man ein Turnier hat, wo es von Anfang an ganz gut läuft, dann fängt man spätestens nach der dritten, vierten Runde an zu rechnen und sagt sich, oh, jetzt sind die Chancen ganz gut, ich muss noch dies und noch das und dann ist man viel irgendwie gehemmter, sage ich mal. Wohingegen, wenn man am Anfang halt schlecht startet, wo man sich dann eh denkt, okay, gut, was soll's, ne? Ja. So wie hier bei dir in Lüneburg letztes Jahr. Da hast du mega schlecht gestartet. Und dachte, ich schmeiße ich jetzt mit meiner Elo rum, wie so mit Fufis im Club. Ja, aber und dann ja, wie du das sonst immer machst. Ne? und dann hast du ja dann richtig gut gespielt und hättest am Ende fast noch die Norm gekriegt. Ja, 2-5. Halt, du hättest also 96 habe ich gewinnen müssen, was gegen Vorobyov natürlich jetzt nicht so einfach ist mit Schwarz. Das ist einer der solidesten Großmeister, die es leider gibt. Kann man das so sagen, die es leider gibt? Ihn gibt es leider. So sehr solide in der Art und Weise, wie er ist. Ja, der jetzt ja damit auch Dresden gewonnen hat. Ja, völlig überraschend kam er an und hat. Ja, nur weil er halt gespielt hat? Nein, nicht an Brett 1, aber ja trotzdem immer in der ersten Reihe, da wo du nie warst. Ich war immer in der ersten Reihe. Nein, in der ersten. Da hat er einmal gespielt, wenn es hochkommt. Oder zweimal, dreimal vielleicht. Okay, vielleicht war es mehr. Aber. War überraschend. Er hat nämlich erste Runde auch Remis gespielt und das ist auch in aller Regel ist das ein absoluter Buchholzkiller, sowas. Den macht er jetzt. Jetzt hatte ich gehofft, ich könnte ihn ein bisschen hier austricksen. Ja, meine aktuelle Elo ist bei, genau, hast du, glaube ich, ganz gut recherchiert, irgendwie bei 2, 3, 38 oder so, plus aber jetzt in Dresden habe ich dann nochmal 20 gewonnen. Mhm. Das heißt, ich habe wieder die Mitte überschritten. Also die Mitte, ja. Die Mitte der 2, 3, wo ich immer drumherum pendel. Ja. Jetzt so ein bisschen nach oben pendeln minus, und dann läuft minus das. 70 plus 40, das ist so mein Spektrum, wo ich die letzten 10 Jahre rumgependelt bin. So, ich muss jetzt zeigen, dass ich ein kleiner Taktikmeister bin. Geht, oder? Ich bin doch, dann ist die Dame Fucicato. Zack, zack, zack. Okay. So, warte, ich verstehe nur nicht, warum du es nicht direkt gemacht hast. Oder stand da gerade noch ein Bauer? Ja. Deine qualifizierten Fragen, sehr schön, weil du einfach überhaupt nie zuguckst, was ich spiele. Ich habe es ja aber logisch geschlussfolgert. Ja. Ja, ansonsten. Oh, das ist eine interessante Frage, wie man so Neuerungen oder auch halt speziell von Figuren opfern findet. Also ich glaube,
Das findet man nur, indem man halt Menschenverstand mit Computerverstand kombiniert. Ja. Dass man sich halt Stellungen anschaut, wo der Mensch sagt, oh, hier könnte man ja mal schauen, ob sowas funktioniert. Und dann muss man halt selber erstmal ein bisschen analysieren, weil der Computer findet das halt nicht direkt. Es sei denn, es sind halt ganz offensichtliche Opfer. Aber ich glaube, um solche geht es dir nicht, sondern eher um so langfristige Opfer, ne? Ich glaube, du hättest hier zurückgehen sollen, kleiner Meister. Dann wäre alles im Lot gewesen. Stehe ich vielleicht ein bisschen besser, wenn ich E5 mache oder Dame D2 die D-Linie habe. Ja, aber, und dann muss man halt dann langfristig die Engines drüber jagen. Ja. Vielleicht auch dann selber noch ein bisschen spielen und mal halt auch mit jemand anders analysieren, weil ich meine, so ein Opfer, ob das funktioniert, hängt ja auch vor allen Dingen daran, wie schwierig es für einen Menschen ist, das zu verteidigen. Ja. Weil es reicht ja, wenn man ein Opfer spielt, was bei bestem, also Computerspiel, vielleicht leicht schlechter für einen ist. Halt ja, genau. Schlechter. Und das heißt, zeigt das der Computer einem halt nicht an. Ne? Genau. Dem muss man das schon sagen. Also das ist die Kunst, dass man mit dem Computer da richtig reingeht und ja, auch diese Prüfung macht, wie schwer ist es für den Gegner in der Stellung. Ne? Ja, genau. Und das machen Computer nicht. Die sagen, bums. Das ist zwar, sein König läuft von H1 nach H8, aber das ist Ausgleich. Zeigt er dir das nicht an? Ja. Und ein Mensch würde das immer einstellen zum Beispiel. Es gibt ja durchaus Stellungen, die der Computer besser für weiß einschätzt, aber in der Praxis gewinnt er 9 von 10 Partien schwarz oder so, ne? Genau. Was machst du überhaupt? Königsindisch. Das war nicht gewünscht. Achso, entschuldige bitte. Du musst dich nicht bei mir entschuldigen. Bei der ganzen Community für dieses Fehlverhalten. Damengambit hast du aufgeschrieben. Ja, das ist mit Pfeil hier rüber gerutscht. Dachte erst, das wäre für schwarz. So, wie spiele ich denn das jetzt hier nochmal? Aber es ist immer ein bisschen schwierig, die Wünsche, die so speziell reingehen, wo man eigentlich beide Seiten spielen müsste, damit die erfüllt werden können. Ja. Ja. Ich weiß gerade irgendwie nicht mehr, wie meine Varianten hier gehen. C6? Ja, es gibt, oder auch Springer. Ja, ich spiele einfach mit C6 und A6. Ja, das ist auch ein guter Tipp, die Fernschachpartien der 90er Jahre, ja. Weil wenn du deinen Gegner mit etwas konfrontierst, was nicht bekannt ist, dann wird er im Zweifel so spielen wie Menschen, ja. Gut, also Fernschachspieler, die spielen sind in der ja Regel jetzt keine Menschen. Extrem gute Menschen, aber das sind schon Menschen, aber in den 90ern hatten sie ja nicht so viel Computerunterstützung, wie sie es jetzt haben. Trotzdem kannst du ja Fernschachspieler nicht mit deinem Gegner in einer normalen Partie vergleichen, weil die ja viel mehr Zeit und viel mehr Ressourcen haben. Die stellen ja auch nichts ein. Nee, aber ich glaube, das ist so als Anregung, zu gucken, welche Opfer könnten interessant sein. Könnte das hier interessant sein? Dieses Bauernopfer? Das ist ja, glaube ich, keins, oder? Mhm. Ich verstehe das immer nicht, wann weiß. Ich weiß nur, niemand schlägt den jemals, also kann man das immer machen, aber ich glaube, es geht so 90% der Menschen geht so wie mir. Weiß man nicht, ob man den nehmen kann. Das ist halt der Königsindisch E5, den nimmt man nicht. Springer C5? Mhm. Billige Tricks im Blitzen? Ach so, ja. Lustige Frage von ihrer Dudeheit. Wer gewinnt, wenn AlphaZero gegen sich selbst spielt? Allgemein wäre es sehr interessant, was AlphaZero zur Eröffnung sagt, wenn man ihm mal ein bisschen mehr Zeit gibt. Und ich glaube, dann käme so einiges bei rum, was wir alle so Blödsinn verfügen wollen, ich gerade sagen. Schlägt, 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 schlägt. Läuft. Läuft? Ich habe, weiß ich nicht. Zack, 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 zack. Ja, das kann man machen. Gewinnt jetzt nichts, ne? Aber es sei denn, du ist eigentlich viel zu schade. Man steht nee, doch, so gewinnt wohl was. Na, einen Bauern halt, ne? Ja, und den Läufer. Hammer. Mit welchem Anfang? Ja, um gleich zu zeigen, was abgeht. Mhm. Aber hier, Dr. Paradoxon, der gönnt sich den immer. Den verrückten E5-Bauern im... Kann man auch schlagen, ne?
Ich habe mal tatsächlich, das war bei einer Betriebsmeisterschaft damals, da habe ich gegen die Deutsche Bahn war das. Ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Und tatsächlich hatte der aber über 2-3. Und ich habe einfach getan, als würde ich Königsende spielen. Aber ich kann das mit natürlich schwarz. Mit Schwarz. Und dann habe ich E5 gemacht. Den nimmt ja niemand weg. Und dann hat er den einfach genommen. Und dann saß ich da und dachte, das war jetzt nicht. Was mache ich jetzt? Und dann hat dich dein normaler Schachverstand geleitet, oder? Ja, aber ich hatte tatsächlich dann fast die ganze Partie den Bauern weniger, ja, aber war so ein bisschen aktiv. Man bekommt den ja auch nicht zwangsläufig. Ich glaube, Was? Der ist gut. Der ist super, ne? Der ist der Hammer. Ich dachte erst, du willst Läufer D7 machen oder so. Hä, weil ich ja immer so passiv spiele. Läufer? Dann kommt Turm B2 und dann hat sich das ausgeläufert. Schlägt man, ja. Na, vielleicht kommst du da wieder rausgewurstelt, ne? Kann ja manchmal schlagen. Ach so, aber dann Turm. Ah, wenn er B5 macht, dann steht der Läufer da doof. Vielleicht einfach nehmen und D5 und dann sagen, Bauer mehr läuft bei mir. Na gut. Oder auch E4. Nicht? Irgendwie gefällt der mir gar nicht. Der ist auch nicht so schlecht. Also der ist bestimmt auch gut, aber so irgendwie... Ein Bauer, ne? Wenn er G4 macht, ist vielleicht der E4 weg und so. Nee, ich habe die Partie gewonnen. Habe ich gar nicht erzählt, ja? Nee, tatsächlich habe ich das irgendwie gewonnen. Ich möchte gerne mal E4 spielen. Ja, dann mach doch. Aber ich wusste auch erst nach der Partie, ich dachte halt, der wäre nicht so gut, mein Gegner. Ja, das denkst du häufiger. Du hast schon ganz häufig erzählt, dass die irgendwie... Du dachtest, die haben in der Eröffnung direkt eingestellt und du hast versucht, das auszunutzen. Und dann stellte sich raus, dass das Mainline war und du einfach nur keinen Plan hattest. Ja, das erste Mal, das werde ich auch nicht vergessen, da habe ich gegen einen Sizilianer gespielt, wo der Gegner erst E6 gemacht hat und dann G6. Und dann dachte ich so, also, kannst du nicht E6 und dann G6 machen? Das ist doch Wahnsinn. Und habe dann auch so völlig überzeugt gespielt und bam, 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 habe auch gewonnen. Und dann tatsächlich meine erste IAM-Norm habe ich so gemacht. Da war ich in Trompowski, also D4 Springer, F6 Läufer, G5, habe ich C5 gemacht und dann hat mein Gegner D5 gemacht. Und warte, ich muss ja was gewinnen. Geht, kann ich irgendwie? Bestimmt mit Turm B8. Ach so, einfach. Naja, und dann dieses Nehmen auf F6 und so und dann dachte ich, ich habe das Läuferpaar läuft bei mir. Und dann habe ich auch herausgefunden, dass das absolute Theorie ist. Ja, ne? Turm schlägt. Jetzt kann ich ja hier schlagen. Oder auch da. Den, ja. Du hast die Qual der Wahl. Hauptsache, du erledigst das Ganze schnell. Zu Befehl. Gut. Läufer C3 oder so. Da kannst du den mit D4 mal ganz gut decken. Und er hat kein Turm A1, das ist auch angenehm. Arimin fragt, was sind eigentlich die drei IAM-Normen? Tatsächlich sind die alle gleich. Also manche denken immer drei Normen, aber alles die gleichen Voraussetzungen. Du musst halt in einem Turnier spielen, wo du... Es heißt ja auch internationaler Meister, also du musst gegen internationale Gegner antreten. Ich glaube, mindestens 3-4 verschiedene Nationen müssen sie. Dann nimmt er auf D4. Ah, ja. Läufer D7. Du musst gegen verschiedene Nationen antreten und es müssen genug Meister unter deinen Gegnern gewesen sein. Und dann musst du halt eine gewisse Performance abliefern gegen diese Gegner. Ja, und bei GM-Norm ist das Gleiche, nur dass du dann halt genug Großmeister als Gegner brauchst und so weiter und so fort und nochmal eine deutlich höhere Performance hinlegen musst. Genau. D3? Das ist E3. Ach so, sorry. Aber ich fand E3 doch besser. Schach. So. Läuft. Okay. Zum was? auf jeden Fall danke an den Grafen.
Ach so, zum Anführungszeichen Platz. Hä? Da ist ja die 2 beim Anführungszeichen. Das war nur ein kleiner Zeichensetzungsfehler. Zum zweiten Platz, herzlichen Glückwunsch. Danke, vom Graf. Danke. Komm, 35. Ja, jetzt werd nicht nervös hier, Freundchen. Wie du schon wieder das Zittern bekommst. Da war jeder Zug noch wohl überlegt. Oh ja. Nein, schlag doch den F1 raus im nächsten. Na gut. Und ab dafür. Pre-Move! Sonst wirst du nämlich gefragt, ob du wirklich eine Dame haben willst. Und jetzt nicht Patt setzen. Okay. Das passiert mir doch immer so gerne. Schon wieder. Aber souverän. Souverän. Aber auch gar nicht schlecht gespielt, Pios. Nee. Ja. Aber gut, dieses Springer schlägt E4 von dir. War natürlich fies. Hier? Nein, viel früher. Hier? Nein, viel früher. Hier? Hier. Ja, das Motiv, das sollte man unbedingt kennen. Weil das in ganz vielen Eröffnungen immer mal passieren kann. Entweder mit Angriff auf die Dame oder sogar nochmal mit einem Angriff irgendwie auf den König, der in der Mitte steht oder so. Oder erst dies reinschlagen, der König muss zurücknehmen und dann gibt so die Figur zurück. Die Taktiken sollte man kennen. Okay, komische Uhrzeit. Ja, für uns auch ein bisschen. Aber da wir alle den Sinkfield Cup gucken wollen, müssen wir das heute so machen. 9, 6, 7, 8, 9. Die Back Attack. So ein Film, der heißt Rack Attack oder so und da greifen Spinnen an. Jetzt kommt die Back Attack. Springer F3. Ja, mal gucken, was da angreift. Da gibt es keinen Wunsch. Kriege ich das hier noch weg? Ja. Ja. Okay. Gut, dann geht's los. Ja, das wird jetzt hier so katalanisch. Weißt du noch, wie anstrengend das letzte Mal war, als wir hier Hand and Brain gespielt haben und wo man jede Runde so richtig... Richtig fertig war mit den Nerven? Ja, weil man immer doppelt nachdenken musste. Einmal für sich selber und dann nochmal für den anderen. In dieser Stellung immer warten, bis der Gegner auch Läufer B2 gemacht hat, bevor man D4 macht. Dann kriegt man das praktisch im Best Package. Ne? Weil wenn ich den mache und er nimmt D3, spielt der Läufer, steht auf B2 nicht unbedingt so gut. Das wissen bestimmt so die Benoni-Spieler unter euch. So, jetzt macht er das so. Ne? So, dann kommt der. Ja, wo ist denn das Benoni? Gut geswitcht, wenn er genommen hätte. Verstehe. So. So, wenn ich jetzt den mache, dann macht er einfach den und dann ist nichts gewonnen, ne? Nee, was willst du denn da auch gewinnen? Nix. Ja, aber das sind immer so die Stellung. Jetzt spielt er ja praktisch schwarz. Benoni hat 2 Tempi mehr, aber das sind auch nicht so die besten. Also die Züge würde man mit schwarz nicht unbedingt machen. Der Computer gibt dir tatsächlich immer schon recht großen Vorteil an schwarz in solchen Stellungen. Ja, normal macht man ja mit A6, B5 dann. Ne? Also auch mit B4. Ja. Oder irgendwie ein Springer nach, also C4, Springer C5. So, was mache ich? Tja, wie lange unsere Show morgen gehen wird, wir müssen mal noch schauen. Wir haben sehr viele Einsendungen bekommen. Entweder wir bringen die alle morgen unter, dann wird es wahrscheinlich eine ausführliche Lernstunde, oder wir gönnen uns 2 Shows dafür. Das müssen wir mal noch final uns überlegen. Überlegen wir uns noch. Ja. Auf jeden Fall geht es morgen erstmal
los. So viel steht fest. So viel sei gesagt. So, ich muss jetzt auch mal aktiv werden, weil so überlasse ich ihm hier volle Hand. Volle Hand? Sagt man das so? Nee, aber okay. Eigentlich wird es nicht zweimal die 100. Show geben. Nein, dann halt 100 und 101. Logischerweise. Aber über diese Pläne... Müssen wir erst sprechen, meinst du? Ja. Hat dich deine Sekretärin noch nicht eingeweiht, ja? Nee. Aber die macht einfach Pläne und trifft Geschäftsentscheidungen. Ja, stelle ich dir einen Termin ein, denn... Einfach mal raus mit dem, was ich hab. Jetzt einfach mal zurück. Alles, was ich hab. Ja, mal gucken. Wir haben so 8 Partien, die auch schon ganz vielversprechend sind. Normalerweise schaffen wir ja so 1-2 pro Show. Aber wir werden uns dann so die Stellen raussuchen. Oh mein Gott, was tue ich hier? Ja, was machst du denn? Ist manchmal eine Idee. Jetzt habe ich das einfach... Springer. Ja, es geht vielleicht noch, ne? Gerade so. Du kannst auch damit spielen, die Dame zu fangen vielleicht. Beziehungsweise einfach am nächsten den Turm wegziehen. Nee, aber habe ich alles gesehen. Das war alles. Ja, das war alles. Gewollt. Sehr gut. Ja, das ist vielleicht so dieses Unterbewusste, wenn man denkt, oh, da habe ich Glück gehabt, aber nein. Nein, war alles es ist, können. Es ist dann unterbewusst, habe ich es gespürt. Da geht was auf die Türme. So. Boom, 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 boom. Ah, doch. Was? Was gibt's da schon wieder zu feixen? Ich hab alles gesehen. Boom, boom, boom. Oh. Boom, boom, boom. Aber für diese Lied habe ich immer ein Ohrwurm. Aber wir hatten neulich auf der Arbeit David Hasselhoff Musik. Schön. Das war auch. Da hatte man dann noch einen ganzen Tag was von. So, jetzt läuft aber bei mir sehr gut. Zack, zack. Wenn ich mich nicht matt setzen lasse, aber das sollte ich hinkriegen. Läufer schlägt dafür, siehst du? Na, dann tausche ich ja für den Bauerngewinn was ab, aber sein Läufer auf B2, der ist ja... Soll man ja auch nicht machen, wenn man was mehr hat, abtauschen, ne? Der ist es ja gar nicht würdig, getauscht zu werden, so stark wie mein Läufer hier ist. Der guckt ja nur den Bauern an. Nein, stattdessen muss ich hier... Was denn mit die 3-Attacke? Nee, der ist zu offensichtlich. Bitte was? Ich muss tricksen im Blitzen. Warum? Einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? So, da ist er hier. Es sieht ein bisschen gekünstelt aus, muss ich mal so sagen. Du hast gerade gesagt, ich soll abtauschen, wenn ich was mehr habe. Ich habe gesagt, du sollst D3 spielen. Sieht denn daran gekünstelt aus? Geht doch ab. Jetzt will doch nicht erzählen, dass mir hier was passiert. Du bist dran. Aber das rettet ihm auch nicht die Figur, wenn er die Damen tauscht. Was stand da? Ach, ein Bauer, ne? Ich war gerade so ein bisschen. Was ist denn da verloren? Okay. Dann. Mal sehen.
Genau, die E-Mail könnt ihr an info@lubbe-schach.de schicken, aber jetzt ist es schon ein bisschen spät für die morgige Show. Ja, tatsächlich. Dann ein bisschen Vorbereitungszeit. Darauf habe ich gehofft, bitte, du darfst. Brauchen wir schon. Oder, oh, schon wieder matt. Oh. So macht man die Frage. Es sei denn, ihr kommt hier zu uns nach Braunschweig als Gast und tragt eure Partie selber vor. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Dann könnt ihr, dann sendet ihr die auch per Eigenboote. Hier immer so Gäste einzuladen. Und dann einen kleinen Schachtalk, ja? Ja. Hm. Denn hier haben wir den Doktor bei uns in der Show. Das wäre mal was. Also war eine spannende Partie auf jeden Fall. Ich glaube, das war nicht die beste Zugfolge mit E3. Also normalerweise nimmt man raus CD und jetzt direkt Turm E. Jetzt kommt erstmal was von mir oder kommt erst Turm E1? Na, auf jeden Fall versucht man E5 so ein bisschen zu verhindern. Aber ich glaube, objektiv gesehen ist das nicht so eine gute Eröffnung. Aber ist jetzt ein bisschen viel vielleicht. Ja, mit Blitz spielen wir auch objektiv gesehen nicht so viele gute Eröffnungen. Was? Oder die eigentlich vielleicht gut wären, aber... Nicht, wenn wir die so spielen, wie wir sie spielen. Ja. Und jetzt darfst du erstmal... Jetzt muss ich erstmal deine Pfeile hier... Du darfst Damen-Gambit ihm anbieten. So, hier stelle ich dir hin. Muss ich da... Oh Mann. Ich mag aber keinen ersten Steve hier. Kann ich jetzt... Muss ich jetzt... Geht das jetzt noch in Damen-Gambit? Oder kann ich was anderes spielen? Kannst Springer F3 machen und abwarten. Was mit Springer C3? Ja, mach. Oder verstoße ich dann gegen unsere Regeln? Mach, nein, das ist okay. Es so war ja auch gewünscht D4, D5. Von der Springer F6 kann er ja immer noch alles machen. Also. Ach, die Schachmaus kommt vorbei, siehst du? Ist auch ein witziges Profilbild, ne? Das ist nämlich hier die Maus aus die Sendung mit der Maus, die auf dem Schachbrett steht, so wie ich das erkenne. Ja, passend zum Namen. Jetzt sehen wir das mächtige Bertramisch. Die seriöseste Öffnung, die es gibt. So, jetzt müssen wir was mal gucken. Achso, ja, das ist aber die... Oh. Oh, was? Unser Gegner hat uns geschrieben. Ja, ich weiß. Und oh, das ist... jetzt weiß ich gar nicht, wie man es macht. Ja, so, lange Rochade, G4, H4. Okay. Und dann wird es eine super spannende Partie, wenn er das auch macht. Er greift an, du greifst an. Irgendwann mal Läufer H6 oder direkt loslaufen? Okay, ich mach's jetzt so wie du. Ja, erst fragen und bevor ich antworte, ziehst du bitte. Genau. Aber nur, wenn das Züge sind, die auch committen. Also nicht, wenn die Frage dann immer noch offen ist. Das wäre dann doof. Läufer H6? Wieso wollen immer alle nur gegen mich spielen, weil sie glauben, ihre Chancen wären dann besser? Wie bitte? Oder H4? Ich will lieber H4 spielen. Oh, okay. Da fühle ich mich diskriminiert. Wir haben schon gar nicht mehr so viel Elo-Unterschied. Naja, 100 Pünktchen. Ja, das muss ja auch nichts damit zu tun haben. Vielleicht wollen die Leute auch gerne gegen dich spielen. Nein, da steht ja, dass die Chancen auch so schon limitiert sind. Schon sehr traurig. Habe ich mich dann nicht mal mit PDL angelegt? Oder war es? PDL, sage ich schon. TDL. PDF. Du hast seinen Namen misshandelt, meinst du? Ja. Nee. Warte, es gibt unseren Trollfjord-Paddler. Das ist der TFP. TFP und es gibt den Drunken Lawyer. Ja. Kommt man hier schon ganz schön durcheinander. Ja. Und mit einem habe ich mich angelegt. Und den musst du, glaube ich, nehmen. Deswegen. Jetzt vielleicht E3. Dame H2 rüber, schwängeln. ja. Wir verstehen uns. Ich weiß nicht, was du mit deinen Partien immer so machst. Ja, E4 war auch eine Möglichkeit. Das ist das Gute an Bertramisch. Man ist da recht flexibel mit F3. Ne? Man kann E4 und G4 spielen. Dame H2 erstmal. Kannst du mal aufhören, mir alles vorzusagen? Ich möchte Diskussionen anregen. Nein. Psst. Wie nein, doch. Ich untersage es.
stimmt. Unser Paddler ist schon lange nicht mehr da gewesen. Das ist irgendwie, sieht dubios aus, ja, ne? Mit der Dame da rein zu paddeln. Nee. Wo wir gerade beim Paddeln waren. Ah. So, Springer. Ja, aber wie nutzt man das jetzt aus? Das kann doch nicht die Möglichkeit sein, aber wahrscheinlich hält das noch zusammen. Na gut, sonst erstmal schlagen. Und dann. Ach nee, ich wollte gucken, ja alleine spielen. Wie das schlägt. Vielleicht. Springer hat 3. Jetzt läuft für H6, glaube ich, ganz gut, oder? Was? Wieso? Droht matt. Ja, droht gar kein Matt. Hab ich heute Taktiktraining gemacht oder du? Wir drohten das matt. Läufer schlägt G7, Dame H6, Dame H8. Ach so, ja, stimmt. Korrekt. Ja, wenn das so ist. Dann wird er natürlich sofort gemacht. Das erinnert mich leicht an meine Partie gegen Phyllis, wo ich entschied, mit meinem König nach F6 zu wandern. Du, so verwirrt das matt. Der Wende auf H3 stand. Ja, was ja von der Presse gelobt wurde. Was? Nicht? Nein. Doch. Das denkst du dir, glaube ich, gerade aus. Nö. Ach so, von der Interviewanfrage? Oder was meinst du? Ja. Wie kam das? Ja, egal welche Figur es ist, ab nach vorne. Und wenn der König unterstützen muss, ne? Ich war gerade dabei, die Frage von 1b3lsis zu lesen. Also, erstens e5. Ja, Knüppel die. Sind natürlich schon andere Stellungsbilder als erstens c5. Ne? Also wir spielen ja beides. Alles. Und mir zum Beispiel gefällt eigentlich... Schon wieder matt setzen lassen heute los. Verrückt. Voll genial. Ich glaube, die wollen mich alle beglücken. Weil ich das am Anfang sagte. Ja, dass dich matt setzen beglücken. Ja. Ja, genau. Achso, ja, also es sind schon, bei E5 kriegt man halt nicht so, tendenziell nicht so scharfe Stellungsbilder, ne? Ja. Aber... Langweilig würde ich es auch nicht nennen. Es ist halt ein anderer Stil, ne? Und generell kann es eigentlich ja nicht schaden, wenn man sein Stellungsverständnis etwas erweitert, indem man andere Stellungsbilder spielt. Was? Im 17. Zug schon matt gesetzt. Analyse zu Springer E schlägt G4, aber die Dame hängt doch immer. Es sei denn, du machst das an einem Punkt, bevor die Dame da steht. Aber hier ist es, glaube ich, nicht so wild. Ja, ich glaube, es war schon später gemeint, oder? Also hier ist, glaube ich, nicht so schlimm. Also wenn, dann hier. Später geht ja nicht. Und danach ist ja mal die Dame auf C7. Oder Läufer H6 hängt die Dame ja auch. Also das geht, glaube ich, nicht. Zug 13. Ja, Zug 13 war H schlägt G6. Hier. Nein. Dame G2, G5, solche Züge kamen hier niemals. Hä? Ein Zug vorher. Dame H2. Ja. Also wenn dann hier, sage ich ja auch. Also wenn dann hier. Hier könnte es gehen. Sie fragen, wie man wieder nimmt. Ne? Mit dem Springer, wahrscheinlich mit dem Läufer. Aber jetzt würde ich vermutlich auch den Turm stehen lassen und erstmal hier nehmen. Und, nee, also das würde ich spielen mit Weiß. Zwei Figuren für den Turm. Ja, das sieht gut aus. Und wenn man aus schwarzer Sicht wieder schlägt auf G6? Erstmal nochmal kurz gucken, wenn der schlägt, dann irgendwas, Dame G3 oder so. Sieht mir vielleicht spielbar aus, aber, ach hier, wenn er da nimmt. Na gut, aber ich glaube, das ist auch jetzt nicht so dangerous, was hier angehoppelt kommt. Aber machbar. Ich würde wahrscheinlich da nehmen. Dann mit dem König nach vorne und was nicht. Ja, aber solche Motive muss man immer betrachten, ne? Ja. Mit den Stellungsbildern. Aber was ist mit Springer G5? Das verstehe ich nicht. G5 ist doch dieses Feld.
Da, wo, welcher Springer? Oder Bauer? Dame G2. Nee, wahrscheinlich ist Springer ach, G4 gemeint, oder was? Hier, vielleicht so. G5, mit der Idee, wenn man nimmt, dann Springer ah. G4. Ah, okay. Na gut, dann vielleicht hier, dann den eher. Ja. Ah, interessant, ja. Das ist natürlich auch noch eine Idee. Das ist generell vielleicht gar nicht so eine blöde Idee, dann das so zu blockieren, ne? Das habe ich irgendwie noch nicht so häufig gesehen an solchen Stellungsbildern, weil es wahrscheinlich meistens einfach nicht funktioniert, ne? Aber vielleicht kann man auf G5 auch H6 spielen. Aber sowieso, einfach nur mal der Tipp an euch. Wenn ihr was lernen wollt, dann spielt doch sowas ruhig einfach mal. Das ist super interessant. Guck mal, das sind 6 Züge und wir erleben so diesen absoluten Klassiker zwischen gegenseitiger Angriffe, Abwägung, Verteidigung, Angriff, wann mache ich was, wann muss ich im Zentrum spielen. Also wenn ihr irgendwie Kinder habt, die gerade anfangen mit Schach spielen, dann sagt denen einfach, spiel einfach das. So, und dann lernen sie, glaube ich, viel mehr vom Spiel, als wenn sie irgendwelche Theoriezüge machen. Das ist ja auch Theorie, aber halt nicht ganz so ausführlich, ne? Das ist meine Theorie. Ich weiß nicht, ob es dazu was anderes gibt, also außer ich habe dazu ein Repertoire. Ja, aber das ist ja kann von ich mir. Ich gerne mal leihen. Nein. Achso, jetzt bin ich aber auch da. Natürlich, wer hat das denn bitte analysiert? Das sage ich jetzt nicht hier live und vor allem, das kann ich dir nachher flüstern. Ja, aber ja, es ist ja, nicht ja. aus deiner Feder. Das glaube ich nicht. Dann muss es ein Fan von mir sein. Ja, okay, das Brotkrümel. Ist natürlich wahrscheinlich. Wer ist das nicht? Ja. Der Wunsch möge erfüllt werden. Tja, ah, Pech gehabt. Leider nicht. Vorstoß. Out of book. Was? Als ob ich weiß, wie man das spielt. Ich spiele das auch nicht. Irgendwann mit F6? Zu spät. Ist raus jetzt. War das gut oder schlecht? Wir werden es nie erfahren. Sieht auf jeden Fall ungewöhnlich aus für einen Franzosen. Also in meinen Augen. Aber ich habe auch keine französischen Augen. Wie würden die denn aussehen, die französischen Augen? Blau, weiß, rot? Ist bestimmt vielleicht sogar. Bisschen rot. Bisschen Entzündung, bisschen blau. Geplatzte Äderchen hat man immer. Ja, ihr Französisch-Experten, sagt mir gerne H5 was nicht. So, mein Lieber, jetzt kommst du da reingehüpft. Kein Problem. Du liegst auf jeden Fall im Trend. Immer. Mit H5. Auch. Dame D3 und jetzt geht's rund, ihr Lieben. G5. Du hast nur auf Dame D3 gewartet, oder wie? Nö, ich wollte den auf jeden Zug machen. Ach so, du hättest auch auf jeden Zug gesagt. Springer B1, jetzt geht's rund. Aber jetzt ist das natürlich besonders effektiv, weil die Dame da auch angegriffen wird. So, den opfer ich auch. Oha, und er opfert die. Oh, Flensbacher, warum? Was ist die, naja, Widerlegung kann man ja nicht sagen, aber aus welchem Grund ist Französisch gerade nicht so angesagt? Was spielen die beiden Spieler? Das ist ja noch nie. Neue. Ich glaube, Matthias ist mittlerweile so ziemlich der Beste, der das spielt, also, weil er halt immer besser wird. Aber sonst, so richtig regelmäßig immer E6-Spieler? Hat Kotschneu das nicht immer gespielt? Also Georg Meyer spielt, aber dann halt immer hier mit diesem Rausnehmen und so, aber sonst... Ich kenne nicht viele, die das machen. Karo kann spielen ein paar, ne? Zumindest so regelmäßig jetzt. Vielleicht nicht als absolute Hauptwaffe, aber... Guckt euch nicht so viel ab von dem Eröffnungsspiel hier. Vielleicht nur so ohne komplett ohne Theorie. Ach, bist du schon fertig? Ja, ja. Vielleicht einfach nur die Idee, dass man das Zentrum auch angreifen kann, indem man hier an der Seite die Verteidiger vertreibt. So, einfach nur so als Idee. Genau. So, jetzt darf ich nochmal. Auf jeden Fall. Zur Feier des Tages. Ja. Oh, fast Schelling. Ja, dem habe ich ja in Lüneburg so ein bisschen was geschenkt, dem Guten.
so ein bisschen was, wo ich mich beim Blitzen schon ärgern würde, wenn ich das einstelle. Was darf ich spielen? Haben wir alles abgehakt? Damen-Gambit. Ach, das habe ich doch gerade schon fast gemacht. Schon gerade versucht. Ach, hier, ne? Jetzt haben wir nochmal die Chance, Französisch. Du spielst gegen das Muskeltier. Ja, als Kind war ich mir nicht sicher. Sind es die drei Muskeltiere eigentlich? Nein. Ja, ja, heute weiß ich das auch. Aber damals? Es ist ein Musketier. Was ist ein Muskeltier? Das ist ein Tier mit Muskeln, was denn so? Naja, du bist auch zum Yoga-Kurs gegangen, weil du dachtest, es geht um Joghurt. Ja, das war in der ersten Klasse. Und ich dachte, ja, Joghurt mag ich. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass ich für die Yoga-AG ein bisschen zu hibbelig war und dann... Dann bist du zum Schach gegangen, dann oder dann bin ich zum Schach gegangen, ja, richtig. Hä, was für eine Logik. Mach du mal lieber deine Theorie hier. Ach so, ich bin schon wieder dran. So, jetzt habe ich zwei Optionen. Ich wähle diese. Ach so, aber du erklärst nicht, was noch eins ist. Ich verrate doch hier nicht meine geheimen Epi ist Repertoire. Übrigens auch für ein Muskeltier. Ja, die drei Muskeltiere. Die laufen halt so rum, mit breiten Schultern. Und hauen Leuten mit der Faust auf den Kopf, so wie Bud Spencer. Der war auch ein Muskeltier, ja? Ja, in der Tat. Ach, schade. Ich dachte, er tauscht vielleicht keine Damen. Was sagt denn deine Theorie zu Läufer schlägt H7 einen Zug früher? Ach, oh, stimmt. Das wäre vielleicht gegangen. Ja, meine Theorie hat schon nichts zu Springer D7 gesagt. Verstehe. Aber ja. Das hätte vielleicht gut sein können. Jetzt muss ich ja stattdessen jetzt normales Schach spielen. Wie unangenehm. Wie unangenehm, ja, in der Tat. So, ich hoffe ja, dass er raussteht auf D3. Ja. Weil diese Struktur gegen diesen Läufer hier... Ja, das ist ein schlechter Läufer, der so hinter seinen eigenen Bauern rumgammelt. Das ist jetzt ein unangenehmes Endspiel. Mittelspätspiel für Schwarz. Macht man noch B4, oder? König E3. Einfach rein da. Vielleicht Springer B3, König D4 noch hinterher. Ich dachte vielleicht B4 und dann... Naja, dann hat er halt A5 als Hebel, ne? Das ist vielleicht unangenehm. Aber das juckt ihn alles nicht, die Bohne. Der marschiert ja, nach vorne. Was machen soll er hier vor Panik? Springer C5 und verdoppeln. Das ist der Karpoffsche Linienstopper. Ja, das haben wir vom guten Anatoli gelernt. So wird's ja gemacht. Nur Springer statt Läufer und C5 statt A7, aber... Na, aber immerhin. Das Prinzip zählt, ne? Das Prinzip zählt. Na gut, dann... Auf geht's! Vielleicht kann ich in einem guten Moment auch mal noch F5 oder so machen. Also, später. Brauchst du nicht, macht er schon. Turm C1? Nicht schlagen, ne. So, drohe ich jetzt mal langsam was? Die Frage ist, mach mal H4 vielleicht noch. Was, wieso? Kann das denn nicht verstopfen? Nee, warte mal, Springer schlägt D7, das Bauernendspiel ist doch gewonnen. Kannst mir doch nichts erzählen. König C5, kann ja aber König jetzt zwischenschlagen. Naja, kannst mir doch was erzählen. So, was mit Turm C3, Turm A3? Bringt sowas was? Bin immer noch ganz traurig. Nee, aber ich glaube, ich mach mal hier... Er macht G5 und dann kommt er mal mit dem Turm dich besuchen von der Seite, ne? Na gut, dann komme ich ihn mit dem Turm besuchen. Man muss ja mal an zwei Flügeln spielen. Ja, das stimmt. Gut. Mist, dieses Turm schlägt C2, das Zwischenschlagen. Da fehlt nicht viel, ne? Da muss er nur einmal jetzt irgendwo hinlaufen, wo du dann mit dem Springer mit Schach abziehst oder so. Dann, ja, nee, Mist. Jetzt hat er es ja sogar noch weiter provoziert. So, aber er droht ja nie da zu schlagen.
weiß nicht, ob das dich voranbringt. Das werden wir ja am Ende sehen. Lange kann es nicht mehr dauern. Da werden wir das schon sehen. Der ignoriert das aber auch so komplett, ne? Ja. Vielleicht zu Recht. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ich dann wieder zurückgurken muss. Gurken? Das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, ne? Ja, ja, naja, nun denn. Hm. Mhm. Mhm. Aber es wäre einfach auf König F7 vorhin gekommen. Ja, nix. Ja. Ach, ich hätte es doch auch mit Schach. Wieso? Obwohl, nee. Dann kommt der Läufer ja. Aber so ist doch einfach gut. Vielleicht kommen wir wieder matt setzen. Ich sehe schon ein Matt. Oh, jetzt könnte ich hier schlagen. Oh, wie denn? Mit dem Turm. Dann nimmt er wieder und dann nimmst du auf E6. Ja, ist doch super. Naja, ich gewinne ja nur Bauern. Dann hast du zwei mehr. Geht's nicht einfacher? Nee, ich fand das ziemlich einfach. Schelling sagt, Schwarz war natürlich unsicher. Ja, das war diese Partie, von der wir gesprochen haben. Und Epi fragt, ob er seine eigenen Chatbeiträge auch löschen kann. Ich kann auf jeden Fall die Chatbeiträge aller Leute löschen. Hoho, schlag doch! Entschuldige bitte! Bauern ins Spiel. Ah. Aber du willst auch zeigen, dass du ein Muskeltier bist. Ja. Ja. Schaff. Komm hier. Komm. Damit du keinen Herzinfarkt bekommst. Das ist aber auch so, wie so aus einer Linie dahin. Gerade Bewegungen. Hingeflogen, auf der Welle hingeschwommen. Aber solide Partie. Ja, individuelle Empfehlung, Robert Baskin. Guckst du dir nochmal an, Drittspringer C3 im Franzosen. Hä, war das jetzt gerade überhaupt ein Franzose? Ja, war es. Ja, also die spannendste Frage war eigentlich... Ach, Läufer H7, ne? Ja, ob das gegangen wäre, aber ich... Sieht eigentlich schreit's danach, ne? Ja, so. König G6. Dann Dame G3. Na, das sieht nicht so gut aus für ihn, glaube ich. Na, was soll er denn sonst machen? Ja, nichts. Wenn er zurückgeht, dann kommt das. Das. Achso, uns fehlt hier ein Zug. Ach, upsala. Ja. Wir sind nicht auf H5. Normalerweise ist man mit der Dame ja auf H5. Ja, Mensch. Na. Gut, hätten wir bestimmt noch herausgefunden. Super. Ach, spannend ist das trotzdem. Da mal H7, H8, G7. Wieso guckst du denn? Also, ja, weil das Brett für mich größer ist als das. Aber, na gut, zumindest trickreich, ne? Weil wie deckt er den jetzt? Hä? Da mal H7, H8, G7. Ach so, den wolltest du machen. Aber ja. Was ist denn mit dem? Ja, und okay. Das ist voll der Trick, ne? Voll der miese Trick. Ja, aber was droht denn? Man Na kann der. Ja Springer F8 oder so machen. Na, der droht. Der Springer F8. Der droht. Herzlichen Glückwunsch. Ja. So, und jetzt eiskalt auch gerade. Ja, das sieht schon gut aus. Ja, wie dem auch sei, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Es war ein sehr spaßiger Abend mit euch und jetzt wird der Abend weiter spaßig und spannend bleiben. Ja. Denn Thinkfeed Cup läuft, dabei viel Spaß und wir sehen uns morgen. Genau. Oder sonst nächste Woche. 100. Lernstunde, kleine Jubiläumsshow. Würde uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und schöne Woche auf jeden Fall. Bis dann. Ciao.